begrüße euch in meiner Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich habe gerade eben vor ein paar Minuten ein E-Mail erhalten und Leonor hat ihren Traum mitgeteilt. Sie hat es heute Nacht geträumt. Leonor ist natürlich die Nickname. Ich fand diesen Traum total spannend und das hat mich so begeistert, dass ich diese Aufnahme sofort veröffentlichen möchte. Aber erstmal klären wir, was sind diese Träume oder Traumbilder? Wir träumen nicht jede Nacht, aber Traumbilder, Träume haben wir alle. Oft verarbeitet unser Gehirn die täglichen Eindrücke und erscheint das im Traumbilder. Das hat nichts zum Sagen. Manchmal bekommen wir aber Botschaften von geistigen Welt. Botschaften, was wichtig sind in unserem Leben, so wie dieser Traum gerade von Leonor auch. Die Bilder selber entstehen von Energie von Neptun. Und die Mond reflektiert das uns weiter, also vermittelt uns diese Traumbilder und wir empfangen das. Das kommt von Universum. Und diese Träume sind Botschaften und wir sollten vielleicht mal auf diese Botschaften auch hören. Mich persönlich begeistert das, Träume zu deuten. Ich liebe das, diese Bilder und das zu entziffern. Und ich bitte euch auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr eine Botschaft bekommen habt über Träume, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Unten befindet sich meine E-Mail-Adresse. Dann können wir das besprechen. Und jetzt lese ich mal vor Leonor ihren Traum. Leonor, ich danke dir dieser tolle Traum und ich hoffe, ich darf dich mit du ansprechen. Mir ist das viel lieber und das ist eigentlich dein Video und ich lese deinen Traum vor und ich versuche das zu deuten. Ich lese nicht das ganze E-Mail vor, nur das Traum. Ich hatte ein Pickel im Gesicht, unter meiner Haut, das mich sehr gestört hat. Als ich es begann auszudrücken, wurde es größer und die Flüssigkeit schien so milchig und begann sich zu bewegen und zu drehen. Ich dachte, ein großer Pickel. Ich drückte noch einmal und bemerkte, dass da sich etwas recht Großes unter die Haut befand. Es begann in einer Geschwindigkeit zu wachsen und es schmerzte auch schon sehr. Auf einmal sprang es aus der Haut und landete auf dem Fußboden, so dass man es auch hören könnte. Es war eine Erleichterung zu spüren und ich dachte, na endlich ist es raus. Das Ding am Boden begann sich wieder in milchiger Konsistenz zu bewegen und zu drehen. Ich sah etwas Schwarzes, Rundes in der Mitte und ich dachte mir, was das eine Zecke. Deshalb so groß. Es wuchs aber in einer Geschwindigkeit weiter und entwickelte sich vor meinen Augen. Und auf einmal, flop, da stand ein kleiner, grauer Frosch mit einem großen, lieben Gesicht und großen Augen. Es begann in einen hellen, goldenen Loch zu strahlen. Mehr und mehr. Dann ordnete er seine Flügel und präsentierte sich. Und auf einmal begann er ein Lied,
mit einer starken Stimme zu singen. Das klang wie Country-Musik. Ja, das war mein mystischer Traum. Liebe Leonore, ich versuche, deinen Traum zu deuten. Haut bedeutet, wie fühlen wir uns mit unserer eigenen Haut. Wenn diese Haut strahlt und wir haben ein schönes Haut, dann heißt, wir fühlen uns wohl mit unserer eigenen Haut. Aber du hast ein Pickel, mindestens mal im Traum. Das bedeutet, du fühlst nicht wohl in deiner eigenen Haut. Und du drückst diese Pickel. Du unterdrückst etwas. Aber dieser Pickel sprang dir raus, dreht sich schon. Du beschreibst auch, dass diese milchige Substanz, das dreht sich auch. Das hat zwei Bedeutungen, dieser schwarze Punkt, diese Zecke, bedeutet nichts Gutes. Das heißt, du drehst sich im Rad, du drehst und drehst dich und änderst oder traust nicht, etwas in dein Leben zu ändern. Die positive Bedeutung ist diese Drehung, das zeigt diese milchige Form, Milch ist weiß, also das dreht sich etwas, das heißt, in dein Leben dreht sich trotzdem etwas, auch wenn du das unterdrückst. Trotzdem kommt das raus, dieser Ding, das kommt raus. Das bedeutet mit anderen Worten, du befindest dich gerade in einer Wandlung, in einer Veränderung. Du versuchst das zwar unterdrücken, trotzdem kommt es raus. Und was rauskommt, was an dir schlummert, das ist was Schönes, weil dieser Frosch, was du erblickt hast, wie du sagtest, auch hat ein liebes Gesicht gehabt mit großen lieben Augen. Also es ist nichts erschreckend für dich, sondern etwas Schönes. Diese Farbe Grau, wie du die Frosch beschrieben hast, das sind deine Gefühle. So fühlst du dich selbst, etwas grau, bist aber nicht. Das heißt, dieser Traum zeigt mir, komm von dir raus. Fühl dich nicht grau, sondern fühl dich gold, weil dieser Frosch zeigt dir das auch, hat sich verwandelt in goldenen Farben. Also blinkt das im Glanz, unterdrückt es nicht, sondern bringt es in eine goldene Farbe zu einem Glanz, wie dieser Frosch dir gezeigt hat. Und dieser Frosch hat auch Flügel, also sei davon beflügelt und eine kräftige Stimme, erheb deine Stimme. Und sing dieses Lied, was an dir hast. Zeig das, wer du bist. Also ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Das Haut, wie du dich fühlst in deiner eigenen Haut. Es ist grau, das schmerzt auch, du unterdrückst etwas und spürst aber, dass an dir etwas schlummert und es wächst und wächst und dreht sich schon. Das heißt, dein Schicksal möchte, dass das eine Veränderung kommt, dass er sich etwas dreht und befindest dich gerade in dieser Veränderung. Du schreibst auch im Traum, entwickelt, du entwickelst dich gerade. Es dreht sich bei dir gerade etwas. Du traust es nicht zu, weil du betrachtest dich
selbst als grau. Und der Traum ist eine klare, eindeutige Botschaft für dich. Das bist du nicht, sondern du bist Gold. Du kannst es strahlen. Und wenn ich in dieser Traum noch mal was erwähnen könnte, wie du sagtest auch, dieser Pickel kam alles raus auf dem Boden und das hat man auch gehört. Das war mir auch eine klare Botschaft, dass die anderen hören dich auch und wollen dich auch hören. Also was an dir selbst, deine Fähigkeiten, dein Talente will raus. Und wenn du das unterdrückst, das tut dir weh, das bedrückt dich auch. Und mit diesen Gefühlen, wie eine Grau zu fühlen, brauchst du nicht. Und dieser Frosch, was da rauskam, ist symbolisch gemeint. Aber dieses Liebesgesicht mit großen Augen bist du. Ein Liebesgesicht mit einer neugierigen, großen Augen, wo das Welt bewundert, mit großen Augen, mit diesem Neugier auch. Und ein Liebesgesicht, das bist du, dieses Liebesgesicht. Aber dieser Frosch hat dir vorgespielt, die Wandlung von grauer Frosch wurde eine goldene, geflügelte Frosch, wo singen kann. Da kam auch Musik raus. Und das war für dich ein Spiegel. Jetzt nicht wortwörtlich, sondern symbolisch gemeint. Verwandle dich selbst von diesem grauen Zustand, was dich sowieso schmerzt. Von diesem Zustand verwandle dich zu Gold, zu Glanz, mit einer starken, singenden Stimme. Behalte dein Lächeln im Gesicht und deine großen Augen und es wird gehört. Und so könnte ich diesen Traum deuten und ich bedanke mich für diese Erzählung und diese Anvertrauen und euch alle danke ich für das Zuschauen. Eure Dendera.